Was für eine Handelswoche. Liebe Trader, es ging runter, runter, runter und vor allen Dingen, es ging auch nochmal runter in der vergangenen Woche. Und die Frage ist jetzt natürlich, wie sieht die ganze Geschichte in den kommenden Tagen aus? Haben wir vielleicht tatsächlich das Schlimmste schon hinter uns, wenn wir uns die Kerzen anschauen? Vielleicht wäre es das schon fast eine Erschöpfungsbewegung in der letzten Woche, die massiven Abverkäufe. Selbst Öl ist wieder unter die Räder geraten und da ist auch doch eigentlich ganz positiv aus, zumindest von der Charttechnik her, an der Tankstelle jetzt offen gesagt natürlich nicht. Aber die Frage ist, inwieweit verändern sich die Märkte jetzt langsam mal, inwieweit kann man mal auf steigende Kurse wieder schauen oder geht das Elend, und anders kann ich es gar nicht mehr ausdrücken, tatsächlich immer noch mal weiter. Das werden wir uns in den nächsten Minuten gemeinsam anschauen. Und damit herzlich willkommen zur Marktwoche. Ich bin Wieland Alt, Trader, Autor, charttechnischer Analyst. Ich bin Präsident der IFTA und Mitglied im Vorstand der VTRD. Freue mich natürlich, dass Sie heute gemeinsam mit mir wieder einen Blick auf die Märkte werfen. Bevor wir das aber tun, verweise schon mal auf den Risikohinweis am Ende des Videos. Und wir werden uns natürlich als allererstes mal anschauen, was passiert denn als nächstes in den kommenden Tagen. Also kurzum, welche Meetings stehen an und welche Reden werden dann letzten Endes geführt. Gut, wir schauen zuerst mal auf den Montag, 20. Juni, Präsidentin Lagarde spricht zweimal und was erwarten wir denn hier? Ich möchte tatsächlich, und ich hatte es ja schon mal gesagt, auch bei Powell möchte ich nicht in den Schuhen stecken, auch bei Lagarde definitiv nicht, denn am Ende haben wir mittlerweile eine Situation, was kann denn passieren oder wo müssen wir denn hin? Ja, wir reden über Inflation. Inflation bedeutet, Geld wird entwertet. Das merken wir. Wir müssen für ein und dasselbe Wirtschaftsgut, beispielsweise Brot, einfach mehr bezahlen, weil von dem Zeug halt keiner happy ist. Ja, also das Geld ist wertlos. Wir müssen mehr dahinlegen, um ein und dasselbe Gut zu bekommen. Und das ist nun mal leider die bittere Wahrheit. Und das ist auch letzten Endes ein Fakt. So, und wie kann man denn Geld wertvoller machen? Naja, indem man es halt besser verzinst, indem man einfach Geldanlage attraktiver macht und es auch attraktiver macht für Menschen, Geld zu haben. So, und das ist eben genau die Situation, in der wir stehen. Die USA, die Fed, ist vorgeprescht. Ja, da gab es nochmal 0,75 Basispunkte obendrauf und von der EZB gab es bis dann überhaupt nichts zu hören. Ob man diesen Kurs dann letzten Endes wirklich weiterführen kann oder nicht, ja, vielleicht ist das am Montag schon mal zu hören, ob es da schon mal so erste Tendenzen gibt. Auf der anderen Seite, und das ist auch bekannt oder sollte bekannt sein, wenn natürlich die Zinsen massiv angehoben werden würden in der Eurozone, haben natürlich die Südländer, hochverschuldet, wie sie nun mal sind, ein erhebliches Problem, ihre Staatsverschuldung überhaupt irgendwann wieder zurückzuzahlen, und dann droht ganz schnell mal der Staatsbankrott, auch wenn das eigentlich nur ein theoretisches Modell ist, denn ein Staat kann ja definitionsgemäß nicht wirklich bankrott gehen. Nichtsdestotrotz, Bankrott heißt dann an der Stelle, dass in den Finanzmärkten einfach nichts mehr zu holen ist. Würde dann wieder die Eurozone gesamtschultern, aber das ist ja nicht unbedingt die Idee, die letztendlich mit dem ganzen Projekt Euro dahinter steckt. Also kurzum, eine sehr, sehr schwierige Geschichte, sehr, sehr schwierige Entscheidung, und auch das müssen wir natürlich im Auge behalten. Alles, was um Zinsen geht, beeinflusst natürlich auch den Finanzmarkt, beeinflusst auch die Unternehmen. Ja, warum werden denn Zinsen erhöht, um auch in der Inflation halt dagegen anzugehen, um natürlich auch die Wirtschaft ein Stück weit abzukühlen, um Investitionen wieder in richtige Bahnen zu lenken, nämlich nur in solche Bahnen, die sich dann auch wirklich rechnen und auch lohnen. Ja, klar, wenn ich Geld zum Nulltarif bekomme, dann kann ich alle möglichen Spinnereien mal ausprobieren. Kostet ja nichts, im übertragenen Sinne. Ja, wenn ich aber Zinsen zu zahlen habe, dann muss ich mir das eben dreimal überlegen, ob ich halt den neuen Fuhrpark aufstocke, ob ich die Maschine baue, ob ich halt irgendein Projekt nochmal starte. So, und damit kühlt sich natürlich die Wirtschaft ab. Inwieweit das jetzt noch in dem Maße wünschenswert ist, wo wir fast schon auf eine drohende Rezession schauen, mit Krieg, mit den Verknappung von Wirtschaftsgütern, von Unterbrechung von Lieferketten, das ist tatsächlich eine Geschichte, die wir einfach nochmal im Auge behalten müssen, die ich hier an der Stelle aber auch nicht wirklich abschließend kommentieren kann, aber auch nicht will, weil es auch nicht das Format ist. Nur, ich gebe es einfach mit zu bedenken, in welcher Lage wir uns befinden. Und das bedeutet auch, dass natürlich die Preise sich von jetzt auf gleich, heute auf morgen, in die eine oder auch die andere Richtung mit einem absoluten Kavum dann letzten Endes auch bewegen können, was auch wiederum Anlagemöglichkeiten etwas unübersichtlich macht und vor allen Dingen auch das Risikomanagement einfach
ja, essentiell macht. Ja. Kein Risikomanagement ist in der Stelle definitiv keine gute Idee, ist es grundsätzlich eh nicht. Aber hier an der Stelle muss ich wirklich sagen, wer hier ohne Risikomanagement rangeht, der geht eine ganz, ganz, ganz hohe Gefahr ein, dass er halt auf der falschen Seite und damit mit unerwünschten Ergebnissen letzten Endes aussteigt. Das ist einfach der Punkt. So, das mal dann dazu. Wie gesagt, EZB-Präsidentin Lagarde spricht am Montag. Wir werden uns am Dienstag mit den tatsächlichen Hausverkäufen in den USA beschäftigen. Das kann auch schon mal so ein Indikator sein, inwieweit halt auch da gewechselt wird. Amerikaner kaufen und verkaufen ihre Häuser deutlich schneller und öfter, als wir das vielleicht aus Deutschland oder Europa her kennen. Ja, da wird eben schnell mal gedreht, das Kleinere gegen das Größere ausgetauscht, vielleicht aber auch umgekehrt. Ja, das muss man dann eben sehen, inwieweit das Ganze dann auch zahlenmäßig zu erfassen ist. Die Prognose, Sie sehen es, ist etwas negativer geworden, etwas geringer geworden. Am Mittwoch haben wir Paul, der FED-Vorsitzende, der dann da dementsprechend ein Statement abgibt. Schauen wir mal, inwieweit das halt wirklich für uns relevant ist. Auch hier geht es zu achten, werden Zinsen weiter erhöht? Schwierig für die Märkte, klarer Fall, werden die Zinsen aber vielleicht sogar dann eingefroren und es gibt eben jetzt keine großen Ideen mehr zur Zinserhöhung. Na gut, das kann schon ein Gamechanger sein. Die Märkte sind momentan, und das schauen wir uns gleich an, wirklich an interessanten Punkten, die auch eine Wende bringen könnte. Ja? Bewusst der Konjunktiv hier. Am Donnerstag EU-Gipfeltreffen. Wir haben nochmal den Fed-Präsident Powell. Wir haben Änderung der Speichermenge im Rohöl. Das könnte interessant sein für den Ölpreis. Sie sehen, die Prognose ist negativ. Klar, denn wir reden über Embargo und all das Ganze. Ob das jetzt für die USA so relevant ist, haben wir dahingestellt. Aber es ist natürlich schon so, dass die Beschaffung auf den Märkten erstmal auch teurer geworden ist, wie wir bei den Preisen auch sehen, aber auf der anderen Seite eben auch die Verfügbarkeit ja dann doch nicht beliebig erhöht werden kann. Ja gut, und wenn ein Lieferant ausfällt oder eben ja, zumindest erstmal beschränkt ist, dann muss man eben erstmal die eigene Speichermenge aufbrauchen und das könnte hier dann der Fall sein. Ja, das ist letztendlich eine relativ logische Begründung oder Zusammenfassung. Am Freitag EU-Gipfeltreffen, na gut, inwieweit das marktbewegend ist, lässt sich jetzt nicht wirklich sagen. IFO-Geschäftsklima in Deutschland und das, ja, ich behaupte mal, kann auch zu bösen Überraschungen führen, dass nämlich einfach das Geschäftsklima wirklich schon tief im Keller gefallen ist. Hier ist eine leichte Absenkung in der Prognose, ob das so ist oder nicht, wird sich dann eben einfach zeigen. Inwieweit diese Zahlen dann aber auch tatsächlich einen Einfluss auf die Märkte haben, sei eben auch nochmal dahingestellt. Und Verkäufe von Neubauten am Freitag, hier wird tatsächlich mit einer leichten Erhöhung gerechnet. Wenn es ein dramatischer Unterschied zwischen Wunsch und Wirklichkeit ist, kann das natürlich auch nochmal Auswirkungen am Freitag auf den Markt haben. Ich könnte mir eher fast vorstellen, dass die Verkäufe von Neubauten eher zurückgehen als ansteigen. Ich bin jetzt aber hier nicht unbedingt der Zahlenmann, der dann eben dementsprechend die Zahlen alle studiert hat. Das ist einfach nur so ein Gefühl aus der Gesamtlage. Von daher könnte hier am Freitag ab 16 Uhr nochmal vielleicht ein kleiner Abverkauf starten. Aber es hängt immer natürlich davon ab, wie weit der Markt vorher gelaufen ist, nach oben oder nach unten, oder inwieweit eben die Zahlen dann passen oder nicht. Und vor allen Dingen, das ist das, was wir einfach nie wirklich vorhersehen können, hey, wie nimmt der Markt denn diese Zahlen jeweils auf? Bevor wir uns auf die Charts stürzen, ich will Sie einladen auf mein Webinar, das am 21.06. stattfindet, wo ich Ihnen den Ichimoku Kinkoio Superindikator, na, vielleicht ist es ein Superindikator, vorstellen will. Es ist eine ganz interessante Abbildung, die wir in den Charts nutzen können. Ich habe die auch gleich in den Charts auch mit drin und dann gehe ich gerne natürlich auch darauf ein im Webinar, worauf Sie achten müssen, wenn Sie den Indikator dann auch nutzen wollen. Also Ichimoku am 21.06. hier bei Swissquote um 18 Uhr. Freue mich, wenn Sie dabei sind, natürlich kostenfrei. Einfach anmelden unter Swissquote Education Webinars. Na, Sie kennen ja die Adresse und Google hilft da sicherlich auch. Und schon sind wir im Euro-US-Dollar und ich habe es mir beibehalten tatsächlich. Ich fange jetzt mal mit dem Monatschart an, hätte ich mir auch nie denken, träumen lassen, dass ich als eher kurzfristig orientierter Trader auf einmal mit Monatscharts hantiere, aber sei es drum, wenn die Lage sich dann dementsprechend darstellt, ist es halt auch mal ganz gut. So, wir haben den Ichimoku-Indikator hier mit drauf, ich werde jetzt nicht auf alle Details hier eingehen, ist auch nicht wirklich notwendig, aber um einfach mal auch ein anderes Bild zu zeigen. Und ja, was sehen wir hier? Die große Abwärtstrendlinie eigentlich mehr oder weniger seit 2008, ja, Mitte 2008 vom Allzeithoch bei 1,60, ja, tatsächlich über 1,60.
nahm das Elend seinen Lauf und anders kann ich es auch nicht mehr formulieren. Ja, es ist immer so die Frage, woran erkenne ich denn eben einfach, dass es hier nicht weitergeht? Und da sprechen die Candlesticks eine ganz, ganz klare Sprache. Bearish Engulfing, Dark Cloud Cover, Shooting Star, Doji, wir haben hier nochmal ein Bearish Engulfing und alles im Rahmen dieser Linie oder im Bereich dieser Linie. Hier haben wir nicht ganz ein perfektes Dark Cloud Cover, aber wir sehen hier schon mal so diese Widerstandslinie, hier mal Unterstützung vorher, aber hier sehen wir im Endeffekt am Widerstand, da geht's abwärts. Hier haben wir ein Doppeltop von einem nicht perfekten Bearish Engulfing, dann auch beendet. Ja, wer genau hinhört und genau hinschaut im Markt, der kann schon viele Signale erkennen, ohne dass man sich jetzt wirklich hier groß ins Zeug legen muss und die Sache super kompliziert machen sollte. Also, das mal so am Rande. Ja, was sehen wir im Monatschart? Der Markt, Euro, US-Dollar, ist an einer entscheidenden Unterstützungszone. Anders kann ich es gar nicht nennen. War in der letzten Woche schon so, hat sich jetzt auch noch nicht verändert. Ja, das heißt, wir liegen bei rund 1,05, also 1,049 ist jetzt diese Linie. Aber so in dem Bereich liegen wir. Und damit gehen wir mal in den Wochenchart rein, um hier einfach mal zu schauen, was ist denn in der letzten Woche passiert. Und wir sehen es, diese Linie ist wichtig bei rund 1,05. Ja, aufgerundet, abgerundet. Und wir sehen hier einen Doji mit einem etwas größeren Kerzenkörper, langgezogenes Binding Top, also kleiner Kreisel, wie auch immer. Ich denke, die Botschaft hier ist auch deutlich. Zum einen, und das sehen wir hier in einer der Vorwochen, wir haben ein Umkehrsignal in Form eines Bullish Engulfing, auch wenn das nicht so deutlich ist, ja, aber schon die grüne Kerze überdeckt die rote, dann geht der Markt hoch, kommt wieder zurück und wir sehen eigentlich im Endeffekt hier das gleiche Muster, gleiche Situation am Tenkan Sen vom Ichimoku, wunderbar auch abgeprallt und jetzt sind wir eben hier an der Unterstützung. Und die erste Idee, die wir hier haben, und das hängt natürlich auch ein Stück weit davon ab, inwieweit von der EZB hier positive Nachrichten, positiv im Sinne von Zinsen, positiv für den Euro dann entsprechend kommen. Und wenn da jetzt nichts kommt und Powell stattdessen aber noch mehr Zinserhöhung in den Raum stellt, dann können wir uns vorstellen, dass im Endeffekt der Markt weiter fällt, ja, weil wo geht das Geld hin? Wo würden Sie Ihr Geld investieren? Da, wo Sie mehr bekommen oder wo Sie weniger bekommen? Ich glaube, die Frage ist relativ einfach zu beantworten. Ja, und das ist dann eben diese Situation. Der Markt ist indifferent. Ja, man kauft nicht so viel, man verkauft aber auch nicht so viel. Es ist einfach ein Abwarten auf den nächsten Umstand. Ich kann mir vorstellen, dass der Markt, der Euro, erstmal wieder ein Stück weit ansteigt. Vielleicht in den Bereich hier bei 1,08. Hier wartet dann der nächste Widerstandsbereich, ja, aus den letzten Tiefs, aber auch dem Hoch, bevor es nochmal abwärts ging. Und dann sind wir ziemlich schnell oben beim Kijun, der noch ein bisschen seitwärts läuft. Ja, einfach der Durchschnitt 26 aus der speziellen Ichimoku-Berechnung. Da gehe ich auch dann im Webinar näher drauf ein. Aber Durchschnitt 26, Durchschnitt 9, ja, das kann man sich dann so dementsprechend mal vorstellen. Ja, und da wäre dann bei 1,09 spätestens aus meiner Sicht auch erstmal Schluss. Hängt, wie gesagt, davon ab, was hören wir in der kommenden Woche von den beiden Protagonisten der FED bzw. der EZB. Im Tageschart können wir jetzt letztlich auch noch nicht so wahnsinnig viel rauslesen. Im Endeffekt, es findet hier wirklich dieses Geschiebe am Unterstützungsbereich statt. Hier drückt die Wolke von oben nochmal runter, das sehen wir abgeprallt. Am Kijun ist der Preis, ist der Euro abgeprallt an der Wolke am Senkungsspan A. Das ist die grüne Linie hier, die untere Linie. Auch hier aus der Wolke der schnellere Durchschnitt. Und hier oben in der Wolke ist der langsame Durchschnitt. Ja, wenn er kreuzt, Sie sehen es, da ist er ja. Dient auch schnell mal als Widerstand. Also hier erwarte ich jetzt nicht so wahnsinnig schnell und nicht sofort den entsprechenden Durchbruch. Und wenn der Markt dann eben doch hochgeht, hier sehen wir, das ist dann auch erstmal so ein Widerstandsbereich, nicht nur aus den Kerzen, sondern eben auch hier aus der Definition Ichimoku, aus der Wolke, aus dem Chikuspan B, können wir das dann dementsprechend halt auch, aus dem Senkuspan B können wir das auch rauslesen. Also bei 1,07, 1,08, ja, je nachdem, ein bisschen überschießen, Korrektur, da sind wir bei 1,09. Aber viel weiter sehe ich hier auch mittelfristig erstmal keine Chancen. Wir gehen in den FDAX, schauen uns den mal an. Auch hier sind wir im Monatschart und ich bin jetzt hier mal mit den Fibonacci Retracements dabei. So, und was sagen uns denn diese Retracements? Und das finde ich ganz interessant, denn wir denken ja immer, hey, es geht die Welt unter, alles bricht zusammen, der Markt verkauft ab.
Aha, ja, das stimmt auch. Ich meine, es stimmt jetzt zumindest, dass er abverkauft. Ob die Welt untergeht, muss bitte jeder für sich selber entscheiden. Aber von der reinen Charttechnik her, was sehen wir denn? Wir sind im Endeffekt im Rahmen einer völlig normalen Korrektur. Und das ist immer das Dramatische dabei. Wir denken immer irgendwie, alles, die Welt hört auf, sich zu drehen und alles ist vorbei. Aber de facto und faktisch ist es natürlich schon so, wir sind jetzt hier nur um 0,38, also das 38er Retracements, was eine Basiskorrektur ist. Ja? Dann runter kommt die 50, das ist auch immer noch völlig gesund und im Rahmen dessen, was eine normale Korrektur rausmacht, im Monatschart. Dass es natürlich schmerzlich ist, vor allen Dingen, wenn wir so eine Rallye hier hatten, ist relativ klar. Was wir aber auch sehen, und das ist auch so ein typisches Phänomen, ja, schauen Sie mal an, das ist der 26er Durchschnitt in der speziellen Ichimoku-Berechnung, diese rote Linie. Wie weit entfernt der Kurs war. So, und wenn wir uns mal überlegen, dass der Durchschnitt immer wieder zum Preis oder der Preis zum Durchschnitt zurückkommt, einer von beiden muss sich halt bewegen, dann ist es eigentlich relativ klar, dass hier irgendwann mal eine Korrektur kommt. Ja, hier ist der Durchschnitt zum Preis gekommen. Ja gut, und hier kommt der Preis zum Durchschnitt. Kurzfristig 9, mittelfristig 26. So, und die Wolke, die ist ja noch gar nicht da. Die ist ja hier unten irgendwo. Ja, beziehungsweise, wenn sie jetzt hinpendelt, wird man dann irgendwann hier ankommen. Aber, dass wir uns einfach hier auch nochmal beruhigen können. Was es aber auch bedeutet, aus mittelfristiger Sicht oder auch kurzfristiger Sicht, ja, für die kommenden Tage, für Trading-Entscheidungen. Wir sehen hier einfach im Bereich von den rund 12.800 Punkten. Ja, 12.800, vielleicht 13.000, da wo wir jetzt auch gerade sind. Ne, da haben wir so einen Unterstützungsbereich. So, und da macht es natürlich durchaus Sinn, mal zu schauen, was machen die Marktteilnehmer hier. Dazu brauchen wir nicht den Wochenchart, das wäre dann zu langfristig. Dazu brauchen wir den Tageschart. Und hier wollen wir im Endeffekt etwas sehen, ja, dass der Markt hier abprallt. Hier ist noch Raum, ja, kann ich mir auch durchaus vorstellen, dass der DAX hier nochmal ankommt. Ja, im Endeffekt, das sind ja auch nur noch 200 Punkte, die sind ja 5 Minuten manchmal gemacht. Ja, aber hier will ich sehen, dass der Markt sich mit irgendeiner Art von Umkehrkerze, Umkehrformation beschäftigt. Ja, das kann ein Hammer sein oder irgendetwas, was nach Umkehr aussieht. Dann finde ich das spannend, dann können wir nämlich auch wirklich sagen, da haben wir ein gutes Stop-Loss-Szenario, ja, so wie hier zum Beispiel, wir haben diesen Doji. Ja, so, damit kann man arbeiten, auch wenn der groß ist, auch wenn der Stop-Loss weit vom Einstieg entfernt ist, aber das ist natürlich dann Positionsgrößenmanagement, ja, muss man dementsprechend anpassen, dann sollte das auch hinhauen. Und dann sind wir eben in dem Bereich dieser Seitwärtsbewegung, die sich dann irgendwo zwischen 14.800 und 12.800, sagen wir mal, ne, mehr oder weniger hin und her gerundet, bewegt. So, und damit können wir arbeiten. Hält das hier aber nicht, okay. Dann gehen wir nochmal in den Monatschart und können uns anschauen, wo geht der Markt als nächstes hin. Ja, fällt der Markt weiter runter, sind wir ziemlich zügig und ziemlich schnell im Bereich der 12.000, 12.200. Dann haben wir das 50% Retracement. Dann kommen wir aber auch in den Bereich der Wolke rein, zumindest aus der Vergangenheit. Hier ist so ein kleiner, hier ist so eine kleine Lücke dann nochmal. Aber da bei den 50% sollte erstmal gewisses Kaufinteresse aufkommen, einfach aus der Logik heraus, ja, 50% Korrektur. Ja, das ist praktisch halber Preis und das kann schon mal den einen oder anderen aus der Reserve locken. Und von daher ist es sicherlich interessant, auch dort mal zu schauen, inwieweit der Markt da vielleicht dreht. Long-Chancen, wie gesagt, sehe ich in dem Bereich hier des Unterstützungs, der Unterstützungszone hier im Tageschart. Rund 12.800, schauen wir da einfach, was im Endeffekt der Markt dann macht. Das sind so die Szenarien im DAX. Und wir gehen in den SMI und das ist schon... Ja, was soll ich sagen? Eine schwierige Geschichte, eine üble Geschichte. Denn hier sind wir schon mehr oder weniger am Bereich der 50%, des 50% Retracements. Die 38 wurden einfach mal kurz unterschritten, direkt noch nicht mal zur Kenntnis genommen, ja, sondern wir sind mehr oder weniger direkt auf dem 50er. Auch hier der Kijun einfach gerissen, unterschritten. Ja gut, jetzt haben wir hier diese Linie, aber Sie sehen, die ist ja relativ, ja, klein, unbedeutend, ja, als Unterstützung. So, und dann ruft hier auch schon ziemlich zügig das 61,8 Retracement, also die rund zwei Drittel. Ja, und dann wird es irgendwann halt auch kritisch. Dann ruft hier die Wolke, ja, da kann der Markt nochmal abprallen. Aber auch hier sehen wir, dass im Endeffekt der Abstand zu den Durchschnitten, ja, hier kommt der Durchschnitt zum Kurs, aber der Kijun, der ist eben weit weg. Und das, ob Sie jetzt Ichimoku nehmen oder einen anderen beliebigen Durchschnitt, vielleicht gleich den Durchschnitt 50,
Sie werden sehen, dass der Preis und der Durchschnitt weit, weit voneinander entfernt sind und es ist nur eine Frage der Zeit, bis Sie die beiden angleichen. So, woran können wir das erkennen, dass der Markt fällt? Bearish Engulfing? Nein, ist es nicht. Es ist ein Dark Cloud Cover, auch wenn es fast schon ein Bearish Engulfing ist. Tja, haben wir hier auch Fehlsignal, ne? Ausbruch bestätigt, Stop-Loss rausgenommen, ouch, ja, Mund abwischen, weitermachen. So, okay, dann klappt's. Das ist Trading. Tja, Szenarien im Wochenchart. Was können wir da rauslesen? Wo gibt es entsprechende Szenarien? Im Endeffekt gilt hier ein ähnliches wie im DAX. Ich meine, kein Index läuft jetzt nur für sich dahin. Der eine ist mal mehr, der andere ist mal weniger vorlaufend. Ich sehe hier auf der Long-Seite erstmal überhaupt keine Ansätze. Auf Wochenchart schon mal gerade gar nicht. Ja, wir haben ja diesen kleinen Unterstützungsbereich. Hier in der Woche wird schon so ein bisschen deutlicher. Der wurde schon mehrfach getestet. Aber wo sind der Käufer? Da ist ja nicht mal einer. Ja, deshalb schauen wir mal, was im Tageschart dann wartet auf uns. Und wie gesagt, wir sind an den 50, die 61,8, die warten eigentlich nur darauf, auch mal abgeholt zu werden. Und dementsprechend bin ich hier nicht wirklich positiv gestimmt und ich sehe auch hier nicht wirklich große Möglichkeiten, sich long zu positionieren. Ja, jetzt mag hier irgendwo bei 10.400, mag jetzt mal irgendwie eine Umkehr kommen, aber ich kann mir vorstellen, dass die bei 10.800, 900, vielleicht 11.000 Punkten auch schon durch ist, weil hier haben wir dann auch wieder so einen Widerstandsbereich, so einen kleineren, ja, da haben wir die 38er, dann haben wir auch das Tief und wenn mich alles täuscht, das müsste hier dann der 61er sein, bei rund 9.700, 9.800, ja, in dem Dreh kann ich mir vorstellen, dass der Markt, wenn es noch weiter runter geht, vielleicht kommt eine kurze Korrektur, aber dann wartet im SMI, im Endeffekt die 9.750, 9.800, 9.700 auf die Anleger, das sieht eher danach aus. Wir gehen in die USA. Was macht der Dow Jones im Future? Auch hier weiterhin Monatschart. Auch wir sind, das finde ich ganz spannend und das macht mich in dem Sinne auch etwas zuversichtlich. Wir sind auf der 38,2, also die rund ein Drittel Korrektur. Charles Henry Dow hat das ja auch schon beobachtet. Wir sind am Kijun, wir sind also am Durchschnitt 26, so eher mittelfristige. Und wir sind gleichzeitig hier noch auf so einem Unterstützungsbereich. Da darf der Markt auch mal bremsen und sich zumindest mal erholen. Ich rede jetzt hier nicht von der Trendwende, ja, dass wir uns hier richtig verstehen. Aber ich kann mir vorstellen, dass hier irgendwann im Laufe dieser Zone einfach Kaufinteresse auftritt. Einfach, weil viele Punkte dafür sprechen, dass zumindest eine kurzfristige Korrektur kommt. Und auch hierfür gehen wir in den Tageschart und schauen uns einfach mal an, wo wir hier da lang gehen können. So. Und wir haben auch hier, das ist jetzt ein Spinning Top, ist kein Doji. So, der Durchschnitt ist hier oben, der langfristige, aber auch der kurzfristige. Also 9 und 26 sind mehr oder weniger gleich. Ja, sehen wir auch mal, wie die Vehemenz hier ist. Wir haben ja den Abwärtstrendkanal, der ist gebrochen. Auch das kann natürlich nochmal dazu dienen, zurückzuschnappen. Und bei rund 31.500 wäre für mich so eine Marke, wo ich dann eher auf den Long aussteigen würde, auf eine Kaufposition auflösen würde. Und jetzt ist eben dann die Frage, inwieweit wird hier das ganze Ding, dieser Spinning Top, der Kreisel, inwieweit wird der überschritten? Das könnte schon mal interessant werden, ist sehr aggressiv, muss ich auch dazu sagen, aber bietet vom Chance-Risiko-Verhältnis eigentlich schon eine ganz schöne Basis. Und wenn es tatsächlich noch ein bisschen weiter geht, im Sinne von so einer Zwischenrallye, im Rahmen der Abwärtsbewegung, dann wäre dann hier irgendwo die Wolke, die Unterkante der Wolke, interessant nochmal als Ziel. Na, Sie sehen, wird immer mal so ein bisschen angelaufen, da geht es auch schon mal rein, aber nach wie vor, wir sind im vollkommenen Abwärtstrend, im Trendkanal, so und spätestens dann hier irgendwo bei der Verlängerung der Linie bei vielleicht 33.000 sollte auch wirklich jede Zwischenkorrektur abgeschlossen sein, einfach aus der Logik des Charts heraus. Es sei denn, es werden Zinsen wieder zurückgenommen und es wird Geld in den Markt gepumpt. Naja, Sie können sich es vorstellen, das ändert alles, aber momentan sieht es eben nicht danach aus. Im S&P im Endeffekt ein ähnliches Bild, auch hier aus dem Monatschart heraus. Wir sind im S&P schon etwas weiter als bei den 38,2, wir sind fast bei den 50%. Aber wir sind eben auch hier auf dem Durchschnitt, auf dem Kijun angekommen und auch hier darf jetzt langsam mal eine Zwischenrallye kommen, eine Zwischenkorrektur kommen. Schauen wir in die Woche, inwieweit das
passt, ja, dann haben wir hier ähnlich wie beim Dow Jones auch diesen Unterstützungsbereich von zum letzten Hoch. Ja, dann darf der Markt hier mal bremsen. Und auch hier wollen wir sehen, inwieweit es Umkehrkerzen gibt, Doji oder entsprechende Formationen, Zweierformationen. Ne? Sie können sich vorstellen, Piercing Pattern, Bullish Engulfing, solche Geschichten sind dann immer ganz fein. Auch hier haben wir, da ist es ein Doji und die Durchschnitte ebenfalls relativ nah zusammen bei rund 3.900. Maximal kann ich mir vorstellen, dass wir ungefähr auf die 4.000 kommen. Ja, da wartet dann halt die Unterkante der Wolke. Dann passt es auch mit dem, kann ich mal einzeichnen, ja, dann passt es auch hier mit diesem entsprechenden, mit dieser etwas schärferen Abwärtstrendlinie, die sich jetzt hier auch gerne dann aufbauen darf, genau. Ja. So passt nämlich gut zur Unterkante der Wolke. Und ich denke, damit haben wir eigentlich auch schon viel dazu gesagt. Alternativ, klar, es kann auch noch mal weiter runtergehen. Ja, wie das eben immer so ist, es gibt ja nicht immer nur die eine Wahrheit, es gibt im Trading ja mal zwei Wahrheiten. Wohin könnte es dann noch weiter fallen? Naja, zumindest mal wirklich endgültig auf diese 50%, die wir hier bei 3.600, 3.500 sehen. Ja, und dann sind wir irgendwo, na, hier haben wir noch so einen Unterstützungsbereich, habe ich es nicht eingezeichnet, aber da liegt mal irgendwo bei 3.300, 3.400 und dann sind wir ziemlich schnell bei den 61,8, bei rund 3.200 Punkten. Ja, also wenn jetzt tatsächlich der Markt sich einen Stein an den Fuß hängt, dann geht es noch weiter abwärts. Ja. Aber ich rechne eher erstmal damit, dass wir so eine kleine Aufwärtskorrektur bekommen und die darf sich dann eben im Tageschart, und das ist ja für uns eher das Handelsfenster in der Woche, ja, darf sich dann im Tageschart hier so hinbewegen auf rund 3.000 bis 4.000 Punkte. Was uns zum Nasdaq bringt, und da haben wir im Endeffekt ein ähnliches Bild, ja, nur dass es noch extremer ist, hier sind wir am 61,8 schon angekommen, also wir sind bei der Zweidrittelkorrektur und auch hier, ja gut, selbst der kurzfristige, müssen wir so legen, der blaue hier, ist ja der kurzfristige Durchschnitt aus 9 Perioden in der Ichimoku-Berechnung. Und selbst da ist der Preis schon weit weg gewesen. So, da ist die Korrektur rückwirkend betrachtet natürlich nur eine Frage der Zeit. Also machen wir uns mal nichts vor. Dann haben wir auch hier die Unsicherheitssignale. Und das ist immer der Punkt, warum achten wir denn nicht darauf? Weil wir Scheuklappen aufhaben und ein bisschen gierig sind. So, wir sehen Shooting Star, wir sehen Doji, wir sehen rote Kerze im Monatschart. Nur leider, das wird ignoriert und hier ist der Käufer mehr oder weniger schon paralysiert und in Schockstarre. So, und dann nimmt das Elend halt seinen Lauf. Ja, aber schauen Sie sich das an. So, und die Logik heraus, wunderbar. So, bringt uns jetzt natürlich nicht weiter. Für uns ist eher die Frage wichtig, was passiert jetzt? Und wir haben die 61,8, wichtiges Retracement. Danach warten dann irgendwann die 78,6, ja, die, da sind ja nur noch 25% übrig. So, und danach ist der ganze Spuk vorbei vom Corona-Tief. Ja, Sie sehen, zack, zack, das waren die Tech-Werte. Und dann sind wir mehr oder weniger da, wo wir mal angefangen haben. Zwei Jahre später immer noch nichts erreicht. Ja, das ist dann leider auch mal schnell der Fall. So, was bedeutet das aber im ersten Schritt? Auch hier rechne ich erstmal damit, dass der Markt etwas hochgeht, ja, dass wir da eine Korrektur sehen und dann auch hier wieder an die Punkte bei gut 12.000 rankommen, vielleicht auf die 12.300, wo sich gerade dann diese Wolke bewegt, je nachdem wie schnell das geht, ja, könnte es auch die 12.000 hier sein. Das muss ich zeigen. Wichtig ist erstmal auch hier Umkehrsignale zu bekommen und das heißt auf Tageschart, da muss erstmal auch die rote Kerze hier eliminiert werden, da muss der Markt erstmal rüber, ja, dann sind wir aber schon mal da. Also schwierige Geschichte, hier überhaupt kurzfristig, also kurzfristig heißt von Tagesbasis her, einen Trade einzuleiten, dazu ist es hier auch zu volatil. Vorsicht, ne? Also sehe ich hier an der Stelle schon schwieriger, auch einzuschätzen und vom Chance-Risiko-Verhältnis lohnt sich das dann letzten Endes auch nicht wirklich. Deshalb finde ich den Nasdaq für diese Woche eher irrelevant, eher uninteressant. Intraday mag das anders aussehen, aber so auf Tagesbasis sehe ich das als eher schwierig an, weil es sich vom Chance-Risiko-Verhältnis nicht wirklich rechnet. So, wir gehen in die Rohstoffe und da schauen wir uns natürlich zuallererst wieder mal Gold an. Ja, Gold auch hier im Monatschart und das sollte es eigentlich auch für uns gewesen sein mit Gold, auch in der Betrachtung, schiebt sich seitwärts immer noch, hier passiert überhaupt nichts. Ja, es geht mal rauf, es geht mal runter. Aktuell, ich meine, wir haben ja erst den 20. Juni oder 21., wie auch immer, also 20. dann,
hat erstmal nur ein Doge, ja, das heißt, es geht ein bisschen hin, geht ein bisschen her, aber nicht wahnsinnig spannend. Deshalb, wir gehen direkt weiter und ist auch an den Durchschnitten dran, ja, typischer Indikator für Seitwärtsbewegung. Öl hingegen, und hier sind wir am Wochenchart geblieben, ja, schauen Sie sich das an, da war ja die Idee, dass der Markt weiter hochgeht. Das war die vergangene Woche, also die, ne, die Woche, also die vorletzte Woche. So, dann hat er ja noch gesagt, es kann durchaus interessant sein, wenn der Markt darüber geht, dass der halt dahin kommt, ja, wie das eben so ist mit dem Doji, es kann danach zwei Richtungen geben, oder Spinning Top vielmehr, nach oben, wenn er da rausgeht, oder eben nach unten. Der Markt hat sich hier anders entschieden und ist im Endeffekt massiv, na, anders kann man es kaum noch nennen, wieder an diese Trendlinie, an den Trendlinienkanal, an die Oberseite runtergekommen. Der Freitag war da praktisch desaströs, ist in der Wolke drin. Und wir haben auch hier so eine kleine Trendlinie, die ist auch schon erreicht worden oder nahezu erreicht worden. Seriöse Prognosen jetzt nach so einem Tag abzugeben, ist praktisch unmöglich. Ja? Also ich denke, auch für Öl ist diese Woche eher uninteressant, weil ja auch das, ne, Öl ist nach wie vor so ein politischer Faktor. Wir haben eben die Embargen, wir haben das Embargo, wir haben halt gewisse Lieferschwierigkeiten und so. Und dann ist natürlich die Frage, ne, dann haben wir die Rohöllagerbestände, spielt das so eine Rolle? Ja, wird sich zeigen, aber ich wäre bei Öl in dieser Woche einfach vorsichtig, weil die Idee, die wir vorher mal hatten, ja, dass der Markt hier, dass der Doji hier oder der Spinning Top, ja, dass der Markt dann hier eben entsprechend rüberkommt, ja, hat er auch fast gemacht, ja, mit so einem fast Fehlausbruch, dann aber die Anrichtung eingeschlagen, hat sich ja nicht bewahrheitet. Grundsätzlich sind wir jetzt wieder in so einer gewissen Seitwärtsbewegung und damit ist das Ganze eigentlich für uns relativ uninteressant. So, wir gehen in die Kryptos. Autsch, ja, Kryptos. Der Vorteil für alle, die mit Aktien und Indizes handeln, ist ja, dass sie am Freitag dann irgendwann erlöst sind und am Wochenende mal die Seele baumeln lassen können, um das mal so zu sagen. Diese Gnade, diesen Luxus haben Kryptoanleger nun mal nicht, ja, weil Krypto eben durchgängig läuft, 24 Stunden, 7 Tage die Woche. So, und so hat es auch noch mal gestern wieder ins Konto reingehauen bei Ethereum. Das war ja so der, ne, der Punkt bei 1700 rund, ja, wo ich gesagt habe, ja, da ist es wichtig. Da muss der Markt halten. Was hat er nicht getan? Offensichtlich ist er hier im aktuellen Monat, im Juni, locker mal da durchgegangen. In der letzten Woche ebenfalls massiver Abverkauf. Bei Krypto ist immer alles relativ, was massiv angeht. Aber wir haben auch hier den Kanal verlassen, nach unten raus. Und mir fällt jetzt offen gesagt nicht mehr so wahnsinnig viel ein, um zu sagen, ja, da an diesem Punkt muss er bremsen. Ja, das ist dann, ja, wir können doch sagen, hier irgendwie bei dem Tief vom Februar 21, aber da reden wir mal auch ganz locker und ganz entspannt über, naja, wo ist denn das Tief? Bei $700. Ja, und das ist dann nochmal, sind nochmal $300, Stand jetzt, Sonntagmittag, es ist ja 13:30 Uhr, nochmal $300 weit weg, nochmal ein gutes Drittel. Das ist schon schmerzhaft. Auf der anderen Seite, wenn man sich überlegt, ja, ich bin irgendwie Krypto-Enthusiast und ich glaube an die ganze Geschichte, ja gut, dann wird es natürlich für langfristige Szenarien immer attraktiver, weil es halt auch immer günstiger wird. Das ist keine Empfehlung, da muss jeder für sich selber machen. Persönlich glaube ich, dass natürlich bei allen Abverkäufen und Krypto ist tot reden, natürlich die Technik, die dahinter steht, ja einen gewissen Nutzen auch bringt. Jetzt nicht bei allen Projekten, aber all das wird ja auch in gewisser Weise verwendet und das verschwindet ja auch nicht von heute auf morgen von der Welt. Inwieweit die Bewertungen natürlich gerechtfertigt waren und auch sind, wird der Markt entscheiden. Nur Fakt ist eben auch, dass viele Projekte ja auch mit Sinn und Verstand halt auch gebraucht werden für den Fortschritt, für die Technik, für unser modernes Leben, formuliere ich es mal so. Und dementsprechend ist Krypto beileibe nicht tot. Aber die Rallye zunächst erstmal schon. So. Und die Frage ist auch hier, was passiert, wenn die Liquidität wieder in den Markt reinkommt? Wo geht das hin? Ne? Ist dann wieder Risk on oder Risk off? Hier ist eben Risk off. Also der Markt scheut das Risiko. Und das sehen wir eben, dass hier einfach das Geld rausgezogen wird. Aber es kann sich jederzeit eben auch anders dann wieder verhalten. Das ist der Wochenchart. Im Tageschart sieht es natürlich ähnlich aus. Ein bisschen Kaufinteresse ist hier ja aufgekommen. Das sehen wir ja im Wochenchart. Und ja, trotz allem, es ist ein langsames, na, so langsam ist es gar nicht. Ja, es ist halt ein permanenter Verfall. Da gibt es kurze Gegenwehr, aber das ist alles nichts. Für kurzfristige Spekulation, ja, wenn der Markt hier rüberkommt, also Ethereum eben die letzte
Kerze vom Samstag dann genau vom 18. rausholt, er vielleicht das Hoch bei 1100 rausnimmt von dem Tag, ja, dann kann es vielleicht nochmal in die 1200 gehen, aber ich bin nicht sicher, ob man das wirklich so machen möchte oder ob es da nicht aktuell bessere Möglichkeiten gibt, zum Beispiel, wie gesagt, in den Indizes, vom Nasdaq und SMI mal abgesehen, aber bei den Indizes sehe ich einfach mehr Möglichkeiten, sich zumindest auf eine Rallye vorzubereiten. Und dann ist natürlich auch ein Blick, ist jetzt nicht die Aufgabe hier, ein Blick auf die Einzelwerte durchaus interessant. So, gehen wir auf Bitcoin und damit soll es dann auch schon gewesen sein. Wir sind genau am Unterstützungsbereich. Hier ist das Hoch, das berühmte Hoch vom Dezember 2017, ja, wo schon die Bild-Zeitung geschrieben hat, soll ich jetzt noch kaufen? Und tja, da sind wir. Und die Frage ist, was macht der Markt jetzt? Wir sind innerhalb des Trendkanals, der auch ziemlich steil ist auf Monatsbasis gesehen, flacht sich natürlich ab, wenn wir eben über die Woche und die Tage gehen. So, da sind wir, da stehen wir. Und auch hier, und da ist Ethereum natürlich ähnlich von betroffen. Ja, wenn Bitcoin steigt, steigt auch Ethereum. Ja, vielleicht nicht im Gleichschritt, aber und nicht im gleichen Maße, aber die Tendenzen sind ja schon sichtbar. Gleiche Idee, wenn der Markt hier rüberkommt. Jetzt beim Bitcoin kann ich mir schon vorstellen, dass dieser Bereich, diese 20.000 heiß umkämpft sind. Und das könnte schon mal einen kurzfristigen Long Trade auch hier geben, wo wir ein Ziel ja bei 26.000, 25.000 spätestens hier, und das ist in diesem Unterstützungsbereich ja, von dieser langen, elend langen Range, die wir hier hatten, diese Schiebezone, die Konsolidierung, spätestens bei 27.000, 28.000 wäre ich dann aber durchaus vorsichtig mit Long-Positionen, weil dann wartet irgendwann der Widerstand, dann haben wir die Wolke, die dann von oben wieder drückt und dann ja, könnte es sein, dass der Markt dann doch nochmal Anlauf nach unten nimmt und vielleicht sogar weiter fällt. Ja, das werden wir dann aber sehen. Gut, soweit im Endeffekt die Marktwoche, der Marktausblick, wie immer ein paar Minuten über der halben Stunde, soll jetzt aber hoffentlich nicht so ein Problem sein. Mir hat es wieder viel Freude mit Ihnen bereitet. Ja, der Blick auf die Charts macht nur bedingt Freude als Anleger. Auf der anderen Seite finde ich es auch immer wieder ganz wichtig und auch ganz gut, sich selber bewusst zu machen, wenn wir mal langfristig das Ganze betrachten, noch ist ja nicht Hopf und Malz verloren. Wir reden über die 30%, ja, die 38% Fibonacci Retracements. So, da ist ja noch nicht wirklich viel passiert. 50%, ne, 50er Retracement, da ist noch nicht wirklich viel passiert. Ja, ist schmerzhaft, aber ist im Rahmen einer völlig normalen Korrektur. Macht das Spaß? Nein, ja, klar. Aber es gehört dazu. Und da müssen wir eben als Investoren, als Trader, als Anleger eben auch durch mit dem entsprechenden Risikomanagement. Deshalb hier gleich nochmal der Hinweis, ne, am Ende des Videos auch hier den Disclaimer zu beachten. Aber auch natürlich mit dem Positionsmanagement. Management ist hier der Schlüssel zum Erfolg. Dementsprechend freue ich mich am 21. dann am Dienstag das Webinar zu Ichimoku. Wenn Sie da Spaß dran haben, sehen wir uns dann entsprechend da. Einfach anmelden und nicht vergessen, Kanal von Swissquote abonnieren und hier die Playlist von der Marktwoche entsprechend auch abonnieren, sodass Sie dann immer auf dem Laufenden sind, wenn ich da entsprechend ein Video aufnehme. Und dann wünsche ich Ihnen sicheres Händchen. Lieber an der Seitwärtslinie stehen, wenn Sie unsicher sind. Ja, neue Chancen kommen auf jeden Fall. Neues Geld kommt eben nicht so schnell. Dementsprechend treffen Sie Ihre Entscheidung weise. Und wir sehen und hören uns dann in der kommenden Woche wieder. Bis dahin, alles Gute, ciao, tschüss.